Wie wäre es, wenn du plötzlich ganz allein wärst? Wenn dir niemand mehr in deinem Leben begegnet? Wenn du der einzige Mensch wärst, der noch existiert? Ganz allein, in einer Welt voller Möglichkeiten. Wäre dein Leben nicht so viel einfacher? Es wäre wie durchatmen. Du genießt jede Sekunde, obwohl du ganz allein bist. Du wärst plötzlich niemandem mehr etwas schuldig und niemand könnte dir mehr etwas sagen. Du könntest rücksichtslos du selbst sein, weil es niemanden mehr gäbe, der dir das noch verbieten kann. Die ganze Welt würde nur dir gehören und du wärst so frei. Aber du wärst auch allein in deiner Welt. Ganz allein. Aber was passiert, wenn du Hilfe brauchst? Wenn du plötzlich ganz auf dich gestellt bist? Wenn sich niemand mehr fragt, ob du gerade glücklich bist? Mir fehlen die schönen Momente mit Freunden. Die unbeschwerten Momente, in denen man nicht nachdenken muss, sondern einfach genießt. Erinnerst du dich? Du würdest niemanden mehr lachen hören außer dich selbst. Oder weinen. Oder jubeln. Oder leben. Und vielleicht hörst du dich selber dann auch irgendwann all diese Dinge nicht mehr tun. Ich vermisse die Abende mit meinen Freunden. Mit ihnen zusammenzusitzen und nicht zu merken, wie schnell die Zeit vergeht. Die Geschichten, das Lachen. Ich möchte auf keinen dieser Momente verzichten. Du könntest so viel erleben, aber so wenig erzählen. Du könntest so viel lernen, aber so wenig teilen. Du hättest so viel Zeit, aber niemanden, mit dem du sie verschwenden könntest. Ich genieße es, Zeit für mich zu haben. Doch es ist wichtig, entscheiden zu können, wann man sich diese Zeit nimmt. Der Moment, an dem man nicht mehr selber entscheiden kann, ob man allein oder mit Freunden sein möchte, ist der Moment, an dem Alleinsein zur Einsamkeit wird. Allein sein zu müssen ist das Schwerste. Allein sein zu können, das Schönste.